Hallo Vicky, das ist das Racconi von Nippin. Es ist ein passives, elastomerbasiertes Exoskelett. Die Elastomere, das sind Gummizüge, sind zwischen Schulter und Knie wirksam. Mit diesem Video bündle ich erste Erfahrungen. Das mache ich für das Projekt Expertise 4.0. In diesem Experimentierraum wollen wir der Pflege den Rücken stärken und fragen uns, unter welchen Voraussetzungen Exoskelette einen Beitrag dazu leisten können, die Rückenbelastungen in der Pflege zu reduzieren. Ich halte das Racconi zum Anziehen an den Schultergurten und sehe so, ob die Bänder richtig verlaufen oder ob sie verdreht und verheddert sind, und ziehe es dann an wie eine Jacke. Mögliche Verdreher, wie hier am linken Schulterblatt, werden dann beim Zurechtrücken und beim Anlegen am Knie korrigiert. Die Länge des Brustbandes wähle ich beim Verschließen so, dass die Schulterträger parallel verlaufen. Zum Anlegen der Knie öffne ich zunächst den Clip am Rücken. Ich öffne den großen Klettverschluss am Knie und verschließe ihn zwei Finger breit unterhalb der Kniescheibe. Dabei achte ich darauf, dass die Klettverschlüsse flächenbündig schließen. Mit dem Wadenband stelle ich ein, wie eng oder wie locker das Knie anliegt. Ich für mich stelle das so ein, dass es nicht auf der Hose nach oben rutscht, aber auch nicht einschnürt. Mit dem zweiten Knie mache ich das genauso. Wenn die Klettverschlüsse nicht flächenbündig schließen, dann sind rote Flächen sichtbar. Für mich bedeutet das, dass der Klettverschluss verschmutzen kann, er würde also an Haltekraft verlieren. Wenn die Knie angelegt sind, führe ich die Elastomere über dem Gesäß zusammen und verschließe den Rückenclip. Ich stelle den Brustgurt so ein, dass sich alle Gurte locker an die Brust anschmiegen. Hierzu kann ich die Klettverschlüsse unter den Achseln verstellen. Diese Gurte sind die Gegenspieler zu den Elastomeren am Rücken. Wenn sie zu locker eingestellt sind, werden die roten Label an der Schulter nach hinten gezogen und der Gurt schneidet unter den Achseln ein. Falls sie zu stramm anliegen, wird das rote Label nach vorn gezogen und die Vorspannung der Elastomere steigt. Ich stelle die Vorspannung so ein, dass die Elastomere beim aufrechten Stehen weder gespannt sind noch flattern. Ob alles richtig sitzt, überprüfe ich, indem ich mich in alle Richtungen bewege. Zum Ablegen öffne ich den Rückenclip. Ich öffne den großen Clip am Knie und verschließe ihn auch direkt wieder. Damit verhindere ich auch, dass sich linkes und rechtes Knie verketten. Ich öffne den Brustclip und hänge das Racconi entfaltet an den Haken oder an den Kleiderbügel. Wenn ich das Racconi schon auf meinen Körper eingestellt habe, nehme ich es zwischen die Finger, gucke, ob die Gurte vernünftig laufen, und ziehe es an wie eine Jacke. Ich spanne den Brustclip so, dass die Träger parallel über die Brust laufen und für mich bequem anliegen. Mit dem offenen Rückenclip verschließe ich die Kniepads etwa zwei Finger breit unterhalb der Kniescheibe. Ich achte darauf, dass die Klettverschlüsse mit der gesamten Fläche schließen. Klettverschlüsse halte ich grundsätzlich geschlossen und öffne sie nur kurz, damit sie weniger verschmutzen und länger halten. Zum Aktivieren der Unterstützung schließe ich den Rückenclip. Jetzt spannen sich beim Bücken und Beugen die Elastomere über dem Gesäß. Sie speichern die Energie und geben diese beim Aufrichten wieder ab. Ich bewege mich in alle Richtungen, um zu überprüfen, ob das Racconi bequem sitzt und um zu testen, ob die Vorspannung korrekt eingestellt ist. Korrekt ist die Vorspannung für mich dann, wenn ich beim Aufrechten stehen gerade noch so keinen Zug verspüre. Zum Deaktivieren des Racconi öffne ich den Rückenclip und führe die Elastomere seitlich am Gesäß vorbei. Dadurch ist die Wirkung des Racconi ausgesetzt und ich kann mich entspannt setzen. Zum Aktivieren des Racconi lege ich die Elastomere wieder über das Gesäß und verschließe den Clipverschluss. Jetzt ist das Racconi wieder aktiv. Zum Ablegen des Racconi öffne ich den Clipverschluss am Rücken. Ich öffne die großen Klettverschlüsse am Knie und schließe sie zur Lagerung sofort, damit sie nicht verschmutzen. Ich öffne den Brustclip und ich ziehe das Racconi aus wie eine Jacke. Zur Lagerung nehme ich das Racconi an den Schultern und hänge es an einen Haken oder auf einem Kleiderbügel auf. Ich schaue immer, dass es ordentlich fällt, dann tue ich mir beim nächsten Anziehen leichter. Wie immer gilt, Vicky weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.